Diese kleine Mischlingshündin ist eine von 41 Hunden, die von der Stadt Dortmund gerettet wurden. Amtstierärztin Dr. Judith Höfel fand die Tiere in einem katastrophalen Zustand vor. Die vergotete Terrasse, die Räume, auch in denen sich die Hunde aufhielten, waren unhygienisch. Urin war zu riechen, Kot war auch zu riechen. Also diese Verhältnisse haben dann eben dazu geführt, dass ich dann die Maßnahme ja auch eingeleitet habe, dass ich erstmal diese akute Gefahr von den Hunden abgewendet habe und die Hunde alle ins Tierheim habe bringen lassen. Dort wurden sie erst einmal versorgt und untergebracht. Gar keine leichte Aufgabe, denn eigentlich war das Tierschutzzentrum der Stadt Dortmund schon vorher quasi voll. Und dann musste die Feuerwehr 3-mal fahren, um alle Hunde aus der Verwahrlosung zu holen. Als die ankamen gestern, kam ja zunächst mal der Anruf, dass es sich um 13 Tiere handelt. Das ist bei unserem derzeitigen Stand schon mehr als große Herausforderung gewesen. Und dann hieß es 25 und dann waren wir bei 41. Das war natürlich Wahnsinn. Da kann man auch den Pflegern hier nur ganz dankbar sein, dass die das wirklich noch möglich gemacht haben. In einem solchen Fall müssen die Tiere erst einmal in eine gesonderte Quarantänezone, getrennt von den anderen Tieren. Denn niemand weiß, ob und welche Krankheiten die Tiere womöglich haben. Doch der Tierheimleiter ist zuversichtlich. Wir hoffen natürlich immer das Beste, auch für die Tiere, dass sie bald in ein Zuhause gehen können. Doch das kann dauern, denn das rechtliche Verfahren muss vorher entschieden sein. Noch ist es nicht klar, ob die Besitzerin ein Hundehalteverbot bekommt. Solange sind die Tiere aber in Sicherheit. Die Hunde werden hier erstmal entsprechend gepflegt, tierärztlich versorgt. Dann müssen wir abwarten, wie das weitere Verfahren läuft. Theoretisch könnte es sogar sein, dass die 41-fache Hundebesitzerin klagt. Und dann dauert es Monate, bis die Tiere in neue Familien vermittelt werden dürfen. Bis dahin werden die Tiere gechippt und geimpft. Selbst das ist nicht einfach. Ja, erstmal müssen wir den Impfstoff besorgen. Das ist für so eine große Anzahl der Tiere auch gar nicht so leicht. Dann müssen wir gucken, dass so ein Impfstoff auch erstmal wirkt und angenommen wird. Wir reden möglicherweise von 2 Monaten ungefähr, dass wir dann vielleicht mal um Hilfe bitten können, dass uns was abgenommen wird. Und in der Zeit ist das für uns hier wirklich eine Großgemengelage. Und so lange kümmern sich die engagierten Tierpflegerinnen und Tierpfleger um die Hunde. Dass hier dann schnell neue Freundschaften geschlossen werden, ist sehr wahrscheinlich. Denn die Tiere sind zum Glück alle sehr lieb.